Hallo, ich bin Maxim und ich habe was zu erzählen. Dieses Mal über den Roman von Max Frisch, Homo Faber, über handelnde Personen dort und Themen, die bearbeitet werden. Ihr wisst vielleicht, dass Homo Faber einer der bekanntesten Romane von dem schweizerischen Schriftsteller Max Frisch ist. Veröffentlicht wurde der Roman 1957, wurde verfilmt und in viele Sprachen übersetzt. Der Roman ist als Tagebuch von Walter Faber konzipiert. Walter Faber arbeitet für die UNESCO und ist gerade unterwegs nach Venezuela. Während dieser Reise. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.